Hallo, wie angekündigt gibt es eine Nachlese, weil ich die auch gleich in einem Aufwasch aufnehmen werde. Habe ich natürlich das gleiche Outfit angelassen, damit's. Und ich habe auch keine andere Mütze gerade da, deswegen muss die aufbleiben. Egal, also, wie ihr wisst, vielleicht habe ich den Adventskalender 2017 mit Lego Star Wars für meinen fantastischen Kanal namens Kernspieler, auf dem ihr dieses Video seht, irgendwo eingebettet. Das fände ich faszinierend. Ausgepackt. Und ich zeige noch mal kurz. Ich habe ja überlegt, ich könnte sagen, das ist das und das ist das. Und aber ganz ehrlich, da ist nichts dabei oder fast nichts dabei, was ich überhaupt irgendwie erkannt hätte. Demnach bin ich jetzt zu faul und zu, ja, zu faul, um herauszufinden, was was ist. Und ich stelle dann einfach noch mal vor, was denn war. Und ja, also bei Lego kann man sicher nachgucken, was was ist, wenn es wirklich jemand interessiert. Ich tue einfach mal so. Wir hatten viele, viele Flug. Geräte. Hier, ein Fluggerät. Ja, noch andere Geräte. Noch ein Fluggerät. Das brillante Fluggerät, das man nicht gerade hinstellen kann, weil es ja keine Stütze hat. Irgendein Fahrzeug. Ein Transportfahrzeug oder irgendwas. Davon, das irgendwas ist ein gängiges Ding, was mir hier einfällt, weil auch hier, dieses Ding, ich weiß nicht, was es war, kommt mir aber eher ein bisschen bekannter vor. Das Unspannendste überhaupt war der gerade mir runtergefallene Transportcontainer. Wobei mir einfällt, es sollten eigentlich zwei lose Sachen drin sein, angeblich. Ich habe nur eine gesehen. Noch und auch super spannend der Geschenkcontainer, der am vorletzten Tag drin war. Super. Wirklich ganz spannend. Und hier irgendein Vehikel mit, also ja, faszinierend ohne Ende, kann ich dazu nur sagen. Das hier ist auch, ja, mal ganz nett. Dann hier den da. Obwohl, das ist das, das Ding, mit dem Ray rumfährt? Kann es sein? Oh, gehört so rum. Ha? Das könnte das Ding von Ray sein. Habe ich endlich doch mal irgendwas erkannt, halbwegs. Dann irgendeinen Bumm-Stand, Stützpunkt, Schießen, Gewalt, Bum Bum. Toll. Ein Staubsauger oder was es ist, da weiß ich bis heute nicht, was es sein soll. Nochmal ein Fluggerät, ein Fahrgerät, irgendeins. Ein sehr kleines Fahrgerät, was aussieht, als ob es irgendwie noch erwachsen werden müsste, sage ich jetzt mal. Und immerhin eins, nee, hier, ein Roboterhund. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, wo der herkommen sollte, aber gut, immerhin. Ein etwas klein geratener Walker, aber Walker sind wenigstens ganz coole Star Wars Gegenstände. Und immerhin ein Fluggerät, ein ganzes Fluggerät, was wirklich was hergeht. Ein Millennium Falcon. So, dann bleiben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doch 8, immerhin doch 8 Figuren. Ja, nämlich ein Stormtrooper, der coole. Noch ein Stormtrooper, den finde ich nicht ganz so cool, aber immerhin. Das ist noch ein Stormtrooper. Ein Schwarztrooper oder was auch immer. Keine Ahnung, was der war. Ich habe es vergessen. Wie ich es jemals gesehen habe. Der aber gut getarnt ist. Ein was weiß ich, Todesstern, imperialer Officer, was auch immer. Dann ein wahrscheinlich irgendwie signifikante Figur, die ich jetzt einfach bloß nicht erkenne. Rebell oder so. Ein Roboter, Priester, Nomade, Prediger, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Könnte das vielleicht Rogue One sein? Ist möglich. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt endlich mal Rogue One anschauen. Ich gebe es ja zu. Obwohl, mir fällt doch gerade ein, bis das Ganze hier ausgeschaltet wird, ist dann nicht Episode 8 gelaufen. Puh, mal gucken. Und hier noch jedenfalls. Mädel mit grüner Haarfrisur, wo ich nicht weiß, wer du bist. Ist das die. Peinlich. Wahrscheinlich ist es die Hauptfigur von Rogue One und ich bin einfach nur zu doof, das zu wissen. Oder zu unwissend. Also doof. Das heißt doof. Von Star Wars nicht alles zu wissen, ist jetzt nicht unbedingt negativ auszulegen, meiner Meinung nach. Möglich, kann schon sein. Und die große Weihnachtsabschlussgeschichte war ja, wie man noch erst vor ein paar Tagen gesehen hat, ein BB-8 auf dem Snowboard. Mit einer
ganz tollen Weihnachtsmütze. So, was finde ich jetzt von diesem Kalender? Habe ich ja, ich muss sagen, gut, zum einen, es ist vielleicht nicht ideal, das Ding am Stück auszupacken, wie ich es jetzt für diese Videos gemacht habe, damit ich es abarbeiten kann. Vielleicht wäre häppchenweise doch besser gewesen. Aber ich wäre das Gefühl nicht los, dass der letztes Jahr einfach insgesamt ein bisschen interessanter war. Also hier, ich finde die Fahrzeuge, die sind halt einfach. Also, mei, an die Originaltrilogie kommt eh nichts hin vom ikonischen Wirkungswert. Sieht man ja auch, wenn das interessanteste Fahrzeug ein Millennium Falcon ist, der ist schließlich alt und nicht neu. Aber auch die anderen sind halt, und die Modelle hier kommen sie mir teilweise schon ziemlich langweilig vor. Gut, letztes Mal war auch nicht alles super. Das, zum Beispiel das mit dem kleinen Geschütz war ganz witzig. Aber die Figuren, da fehlt es einfach wirklich. Ich meine, vier Feinde, von denen zwei fast gleich ausschauen, der andere auch, bloß dass er halt schwarz ist. Und mei, ganz nett. Ich meine, so als sinnlose Zeitverschwendung für zum Filmen planloser Videos fand ich es okay. Ob ich sagen täte, kauft euch diesen Kalender, weil er so cool ist und baut ihn noch nach und hebt ihn bis nächstes Jahr auf, ich weiß es nicht. Also für mich war es jetzt eine, wenn ich es sage, Beschäftigungstherapie ist da nicht ganz falsch vielleicht. Ich wollte halt noch ein paar Videos mehr machen, einfach so. Mal gucken, was passiert. Jedenfalls, ich hoffe mal, dass es vielleicht eine Handvoll Leute gibt, die das jetzt in irgendeiner Form einigermaßen nett, interessant, anschaubar irgendwas finden. Könnt es gerne, wie gesagt, die Videos sind alle lange, lange vorproduziert, bevor ihr die jetzt gesehen habt. Wer nachforschen will, kann ja mal gucken, wann der Kalender rauskam. Da ist es auch ungefähr entstanden. Ja, was soll ich noch sagen? Also, Adventskalender. Wieder mal 25 Videos mehr für diesen Kanal, die nach dem Jahreswechsel nie wieder irgendjemand anschauen wird. Macht ja auch nichts, aber erledigt ist erledigt. Und deswegen würde ich sagen, in ein paar Tagen wird der Jahreswechsel sein. Lasst euch gut gehen bis dahin. Ich hoffe, mir geht es bis dahin auch gut. Und deswegen auf dann. Tschüss.